Zinner Zweier Turnier, Herren SA Klasse 2019, Halbfinale. Brüttich, Partner von Alfred Zweck. 52 ist er, aber quirlig ohne Ende. Sicher ohne Ende. Hat alle Techniken drauf. Verteidigen, angreifen, blocken, kontern, schießen. Rückhand, Vorhand, Schub, Schnittschub. Immer wieder irgendetwas, was man gar nicht erwartet. Und müsste eigentlich komplett platt sein, weil er hier seit Stunden nonstop kämpft und läuft und läuft und rennt und rennt. Während Pascal Köhler jetzt erstmal eine Stunde ganz gemütlich Pause hatte wegen Freilos. Weiter gibt es in der Setzung natürlich keine Rücksichtnahme auf das Alter der Spieler, sondern da geht es nach TDR-Wert. Sonst hätte man gesagt, lass doch mal die jung gebliebenen älteren Herren pausieren und die Jugend spielen. Also wie gesagt, er 52 Jahre, sein Partner 59 Jahre und der hat auch gestern dann noch eine Kraft-Agradl-Aktion, glaube ich, 80 Kilometer Fahrradfahren gemacht. Und es begann dann irgendwann hier schon mit ein bisschen Krämpfen an allen Ecken und Enden. Das Wetter ist übrigens genau dafür wunderbar geeignet. Ich schlug ja auch meine Tablettchen. Und jetzt scheint also bei ihm möglicherweise gerade ein Problem zu sein. Gegenkrämpfe hatte seit sehr langem mal wieder gestern Abend nach dem Turnier Krämpfe in der Nacht. Und selbst heute, wo ich eigentlich nicht wirklich so richtig mich verausgabt habe, weil es nur wenig Spiele waren, anstrengende Spiele, aber halt nur 3 Einzel und 3 Doppel. Oder waren es nur 2 sogar, glaube ich, ja. Die dritte Mannschaft ist gar nicht erschienen. Also, trotzdem spüre ich auch schon wieder, dass der Krampf im Anmarsch ist. Ja, das war entweder eine Verletzungsauszeit oder eine normale Auszeit oder irgendwie unter der Hand. Aber schon ist er wieder da, wie der Teufel. Energiebündel ohne Ende. So, und ich muss jetzt mal hier Schluss machen und es geht weiter auf dem nächsten Video zu finden auf Reinhard Steinbrecher. Zinner, Köhler gegen Brüttich.